Wenn ihr auf der Suche seid nach geilen NBA-Jerseys, chilligen Caps von euren Lieblingsteams oder sogar meinem eigenen Merch, dann seid ihr hier genau richtig. toppers.eu/Björn. Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Heute gucken wir uns zusammen das NBA-Debüt von Michael Jordan an und das dritte Spiel, also jeweils Highlights aus den beiden Spielen. Denn wer die neue Dokumentation The Last Dance schon gesehen hat, der weiß, in Michaels erstem Game lief es noch nicht so 100%, aber der Zeitpunkt, als man dann gemerkt hat, okay, der Junge wird ein Star, war das dritte Spiel gegen Milwaukee, in dem er 37 Punkte gescored hat. Ich habe mir für dieses Video keinen Fahrplan gemacht. Ich habe natürlich beide Folgen jetzt schon gesehen von The Last Dance Documentary. Vielleicht sage ich ein bisschen was dazu, vielleicht gar nicht, vielleicht total viel. Also falls ihr die Folgen noch nicht gesehen habt, schaut sie euch lieber erst an und guckt dann euch diese Videos an, die heute auf meinem Cut-Kanal kommen. Jetzt ist aber auch genug rumgelabert, lasst uns lieber direkt anfangen. Michael Jordans NBA-Debüt. Ja, also wir sehen ja die alten Bulls, die in der ersten Folge direkt von Michael so ein bisschen getrashed wurden, was die für illegale Substanzen zu sich genommen haben, wie es da in den Hotelzimmern abging, ist ganz witzig, wenn man sich das jetzt anguckt. Wer hat ihn eigentlich jemals Mr. Jordan genannt? Das sagt dieser Announcer da bei seinem ersten Game. Ich habe das schon 100 Mal gehört, nur von dem Typen. Wer hat ihn jemals Mr. Jordan genannt? Alter, habt ihr die Cheerleaderin hier gesehen? Achtet mal hier auf diese Cheerleaderin. Jo. Ja, also sehr merkwürdiges Szenario damals für die Chicago Bulls, weil die haben wirklich vor leeren Rängen gespielt. Also das war erbärmlich, was die für eine Zuschauer-Attendance hatten. Und es lag halt daran, dass sie einfach ein grottenschlechtes Team waren. Und jetzt kommt plötzlich dieser College-Star von North Carolina, der 2 Jahre zuvor den Game-Winner getroffen hat im NCAA-Championship-Finale. Da war natürlich eine Menge Hype für MJ. We know he must be excited, but the position that they're putting this kid in here, building up everything on this team around him is going to be something that only a Michael Jordan probably can own up to. So ein bisschen die Zion Story, oder? Kevin Lothry, the head coach, really likes what he's got right now. They do have one problem, and that is David Greenwood, who is apparently holding out at this time. Die Washington Bullets. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich weiß nichts über die Washington Bullets aus keinem Jahr. Wirklich gar nichts. Das ist eine Franchise, die ist so an mir vorbeigegangen. Shoutout an den Anzug hier. Was war das denn? Gott sei Dank machen wir das heute nicht mehr. Wird es heute nicht mehr geben. Oder beziehungsweise das gibt es heute noch und ich finde es immer merkwürdig, dass wir bis heute diese Rolle der Cheerleader noch haben. Das ist irgendwie so ein komplett veraltetes Bild, finde ich, im Sport. Okay, jetzt lass aber auch mal anfangen hier. MJ hat den Ball. Der erste Schuss geht nicht rein, aber cool, dass das erste Play direkt für Jordan gelaufen wurde. Steve Johnson, ey, das sind Namen. Ich bin echt ein NBA-History-Fan, aber Steve Johnson bei den Bulls noch nie gehört. Habt ihr den Move gesehen? Schau mal, wie viel er hier macht. Also klar, es ist nur ein Spin-Move, aber die Geschwindigkeit, mit der er sich dreht und vor allem, wie hoch er springt bei seinem Jumpshot, das war für die damalige Zeit einfach nicht gewöhnlich. Hört euch mal die Fans an, wie sie austicken. Oh, guter Stil. Oh,
Auch hier die Hangtime bei dem Layup, das gab es damals einfach nicht. Ich bin total geplättet, wie laut diese Fans sind. Ich glaube, man muss sich das in die Richtung vorstellen, wie Giannis heute agiert im Post, wo du einfach sagst, wow, so eine Force habe ich seit Shaquille O'Neal eigentlich noch nie gesehen. Oder dann halt stellt euch eher Shaq vor, der das erste Mal kam und die Leute hatten noch nie so eine Power in so einem beweglichen Körper gesehen. Oder wir nehmen Westbrook her oder Derrick Rose, so unglaublich athletische Point Guards, die sind einfach 10 Jahre davor, die gab es nicht. Und dann kommen diese Jungs in die NBA und sind einfach praktisch eine neue Art von Basketballspieler. Und das war Michael Jordan halt für die Shooting Guard Position. Okay, wir haben es verstanden. Standbild. Wow. Damals hatte er den schon im Repertoire, diesen Fadeaway. Auch da, er stand halt kurz in der Luft, hat das Foul gezogen und hat ihn dann erst abgedrückt. Stark. Geht schön in ihn rein, um sich ein bisschen Platz zu verschaffen und geht dann wieder raus, macht den Spin-Fake und geht dann hoch. Nice. Ja, es war ein starkes Play. Hing wieder lange in der Luft. Warte, Dave Corzine, an den erinnere ich mich. Den hatten wir neulich auch in einem Pistons-Video, glaube ich. Also Bulls gegen Pistons, ich glaube 1988 Game One hatte ich besprochen auf dem Hauptkanal. Und da war Dave Corzine auf jeden Fall mit dabei. Wow. Okay, also das war es schon mit dem Debüt. 16 Punkte hatte er da nur. Aber wie versprochen, gucken wir uns jetzt noch das dritte Spiel an. Das war gegen die Milwaukee Bucks und da hat er 37 Punkte gescored und hat im vierten Viertel einen Rückstand von den Bulls aufgeholt, wo sie eigentlich dachten, den können wir nicht mehr aufholen. Aber er hat es eben geschafft und das hat ihn so ein bisschen zum Star des Teams gemacht für diesen Augenblick. Er hatte immer den gleichen Move, ne? Er ist von der Bank aufgestanden, hat dann ein paar Mal so gemacht und ist dann ins High Five mit beiden Händen. Auch geil, in den 80s siehst du so viele, 80s und 90s siehst du so viele High Fives schon mit zwei Händen. Das macht heute niemand mehr. Guter Stil. Wenn das nicht 80s ist, dann weiß ich auch nicht. Oh! Schöner Up and Under. Schau, wie hoch er ist im Vergleich zu allen anderen auf dem Feld. Sogar der Big Man, der hier am Springen ist. MJ ist 2 Köpfe über dem. Wahnsinn. So jammt er den. Er hat überhaupt nicht away gelookt. Stark. Ja,
Ich glaube, sie waren 16 down Anfang des vierten Viertels. Irgendwie sowas haben sie gesagt in der Documentary. Der Sound ist jetzt hässlich, ne? Sorry, dieses Pfeifen, das kommt nicht von mir, das ist der Sound im Video. Die können ihn nicht stoppen, die können diesen kleinen Jungen aus North Carolina nicht stoppen. Check mal seinen Style. Check seinen Style. Er ist auch prädestiniert dafür, dass er jetzt einen High-Five-Fail provoziert. Also wenn er überhaupt das High-Five bekommt, dann bekommt er wahrscheinlich so einen High-Five, wo du nur so den kleinen Finger, maximal noch den Ringfinger streifst und ansonsten schön vorbei. Das ist das High-Five, was du von dem Typen kriegst. Ja, das sah genauso aus, dass er vorbeihaut. Ja, überragendes Play. Ich nehme heute mal als Abschlussstandbild die drei Jungs hier, weil ich die einfach extrem feiere. Also mehr Quintessential 80s geht nicht. Das war das Debüt von Michael Jordan und dann eben sein drittes Basketball-Game in der NBA, wo er 37 gegen die Milwaukee Bucks gedroppt hat. Ein gutes Defensivteam zu dem Zeitpunkt damals. Ich wollte mit diesem Video und mit dem Video, was später um 21 Uhr kommt, einfach nochmal die erste Folge so ein bisschen aufarbeiten, weil da sind wir ja in Jordans Rookie-Saison einmal gesprungen und wir sind dann 1997 noch zu einem anderen Game gesprungen und das wird wie gesagt heute um 21 Uhr auf dem Uncut-Kanal erscheinen. Wenn ihr die Folgen jetzt schon gesehen habt, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Doku fandet, weil ich persönlich fand sie mega und ich bin sehr gespannt, wie ihr das Ganze seht. Und apropos sehen, wir sehen uns später im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Peace.